Oh, guck mal, da oben. Dieser komische Mond, der sieht ja wie der Todesstern aus. Hinter dir. Ah. Irgendwie sehr strange. Und ich glaube, wir werden es hier jetzt gleich mit lustigen Gestalten zu tun bekommen. Die uns ein bisschen kuscheln wollen. Ich gehe mal als Kanonenfutter vor. Ja, was heißt hier als Kanonenfutter? Ach, da bist du ja. Du gehst ja wirklich nach vorne. Bist du wahnsinnig? Hier ist eine Tür. Ja, das ist toll. Kann man da durch? Ich weiß es nicht. Ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Ihn bearbeiten. In Bearbeitung. Oh oh. Hä, hallo. Was hat der denn da im Mund? Ach so, das ist eine Gasmaske. Ich dachte, der hat einen Schnuller im Mund. Na, Freunde. Wow. Halbleiter. Ach, ich guck schon gar nicht mehr, was ich einsammle. Das ist irgendwie... Oh Gott. Oh ja, ich liebe enge Schluchten. Das gibt so ein heimeliges Gefühl. Oh, wow. Achtung, sieht aus, als hätte Danik Zeit zum Sammeln gehabt. Verdammt. Wie sollen wir Rosetta finden, wenn sie seit 200 Jahren tot ist? Moment. Da. Rosetta-Labor. Es ist hier. Perfekt. Schick mir die Koordinaten. Und hoffen wir, dass wir diesen Kodex bauen können, bevor Danik uns findet. Also Rosetta finde ich irgendwie einen sehr unglücklichen Namen. Ich weiß nicht, also. Muss ich an Pokémon denken? Nee, ich muss da an einen Sprachkurs denken. Weil Rosetta ist eigentlich ein Sprachkurs, der dich lehren soll, Sprachen zu lernen, wie ein Kind. Nämlich einfach nur durch Zuhören. Und eben nicht durch dieses ganze Bücherbüffeln, sondern es ist ein reiner Hörkurs. Aber okay. Ich habe mir das noch nicht angetan, weil ich das ziemlich albern finde, weil wir einfach keine Kinder mehr sind. Du kannst Sprachen nicht so lernen wie ein Kind. Aber davor kommen wir nicht durch, das heißt, da könnten wir eine Schlüsselkarte benutzen wollen sollen. Oh nö, Kurzschluss! Och Mann, ey. Ah, ich werde wieder gebritzelt hier. Hallo? Also, ich muss noch einmal. So, Delle. Ha! Ha! Mann. Ha! Hast du schon gedacht, ne? Ja, hab gedacht, ich kann mich freuen. Wolltest du schon ein bisschen schadenfroh sein? Ja, na, du hast ja schon lange keinen Kurzschluss mehr gemacht. Ich weiß auch nicht. Ja, immer ich. Es tut mir immer zu sehr weh, wenn ich das mache. Ah, was? Oh nö, diese kleinen Mistviecher. Hast du deinen Flammenwerfer dabei? Nee, ne? Den hast du jetzt abgelegt. Oh, ich bin voll, ich kann das nicht aufnehmen. Schwerer Schanderrahmen. Oh, da ist der Anzugstation! Ach, ihr blöden Mistviecher, lasst mich los. Oh oh. Die Anzugstation hätte ich nämlich endlich mal gerne. Ich will doch einfach nur mal meinen Anzug upgraden und das hört sich... Oh, was bist du denn? Was bist du denn? Ach du Scheiße. Oh, oh. Oh, hinter dir, hinter dir. Nein, nein. Ja, brenn doch einfach mal. Oh, wow, noch was mehr, ist das denn? Sind ja noch mehr. Wow, nein, was ist das denn für eine kranke Scheiße hier? What the? Ich habe auf Kreis gedrückt. Wieso hab Moment, ich nicht komme, gehört? ich komme. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Ja. Oh, wow, ich renn mal hier weg. Sag mal. Bin aber schon wieder tot. Was machst du denn? Ich muss mich wiederbelebt und dann bin ich umgefallen. Moment, wo? Ah, nein! Ach, verdammt, sorry. Aber die haben mich auch gerade bedrängt ohne Ende. Ich bin da nicht so gescheit durchgekommen. Ich habe auf Kreis gedrückt, aber er hat sich dann nicht geheilt. Okay, warte mal. Ihr blöden Mistviecher. Komm her, komm her. Oh oh.
Ich glaube hinter uns. Hinter dir. Achtung. Oh, nachladen. Wieso muss man in jedem Spiel nachladen? Ah, da ist er noch einer. Wo? Ah, hier. Das hinter dir ist noch einer. Der eine lebt noch, der hat wieder diese drei. Oh, die leben ja beide noch. Fuck yeah! Neuer Anzug verfügbar. Oh, siehst du? Lohnt sich sogar. Boah, leckt mich an gewissen Körperteilen hier, Mann. Und Körperteile liegen hier ja genug rum. Bist du zuerst in die Anzugstation? Ja, ich möchte mal schauen. Aber zuallererst hole ich mir noch das Ding hier. Oh, ein mittleres Medikit. Geh du mal an die Bank. Der Superbot ist zurückgekehrt. Ja, hat er vorhin auch eingeblendet, gerade eben mit dem Superbot. Der Legionärsanzug wurde freigeschaltet. Oh, wie sieht der denn aus? Na gut, das sieht man ja nie so gescheit. Okay. Ich wähle den mal aus, ich will mir den mal angucken. Das ist irgend so ein massiger Anzug, also irgend so was ganz Heftiges. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich viel bringt. Ja, der sieht wieder ein bisschen mehr Dead Space-mäßig aus. Badass. Ja, ich weiß gar nicht, ob der jetzt super viel bringt. Ach, ich behalte den mal an, der ist eigentlich ganz nett. So, Rig Upgrade, das ist das, was ich machen wollte. Hatte ich das alles schon? Das hatte ich alles schon. Achso, ich kann nur die Panzerung upgraden. Kann ich nicht upgraden, mir fehlen Halbleiter, verdammte Scheiße. Mann, nee. Ich brauche 1000, ich habe nur 547. Och, Menno. Gut, gucke ich mal. Hier kann ich aber noch ein bisschen was machen. Nein, ach Mann, ey. Wolfram und Energiewandler brauche ich. Und zwar eine ganze Menge, ach du Scheiße. Oh. Dreck. Shit. Ja, super, das hat sich ja wahnsinnig gelohnt. Schade. Hab ein Upgrade konnte ich machen, das war's dann aber auch schon. Ich komme auch mal zur Bank. Du kannst ja mal... Also das ist der, den ich gerade anhabe, das ist der neue Anzug, den Legionärsanzug, den wir freigeschaltet haben. Der hat irgendwie... Ja, eine ziemlich alberne Mütze, finde ich, also einen ziemlich albernen Helm. Das sieht auch wieder so ein bisschen Biene Maya-mäßig aus. Zwar nicht mit den... Mit den Fühlern, aber irgendwie sieht das schon ein bisschen crazy aus. Also ich weiß gar nicht, ob diese Anzüge irgendwas bringen. Mehr Panzerung oder... keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Kannst ja mal gucken, kannst du ja mal angucken. Aber in dieser Anzugstation sieht man irgendwie nie so genau, wie die dann aussehen. Also muss die eh immer erst anziehen. Okay, mal gucken. Oh, stimmt, ein Sucherbot ist ja zurückgekehrt. Vielleicht habe ich ja jetzt... Ah ne, von den Halbleitern, das reicht nicht. Energiewandler reicht auch nicht. Na, schade. Okay, ich schick den Sucherbot, glaube ich, gleich nochmal los. Okay, mal gucken. Was habe ich denn alles dabei? Plus 2 Schaden, plus 1 Nachladen. Lalala. Ah, super, somatisches Gel fehlt mir. Somatisches Gel habe ich, glaube ich, genug. Da könnte ich dir was anbieten, aber ja. Naja, ein bisschen was konnte ich machen. Ein bisschen was. Ich bin am Überlegen, ob ich meinen coolen Anzug behalten soll oder den irgendwie austauschen soll. Ja.
Was soll ich dir dazu sagen? Ich gucke jetzt mal gerade, ob ich hier noch irgendwas Gescheites upgraden kann. Ja, komm, muss irgendwie reichen. Neue Waffe. Kann ich irgendwelche lustigen Waffen bauen? Ich könnte eine Schrotflinte bauen, das will ich nicht. Ich hätte gern wieder meine Sondenwaffe, die ich aus Versehen auseinandergebaut habe. Mann, ey, das war so saublöd. Das war echt saublöd. So, einmal alles nachladen, damit es besonders viel Spaß macht. So, Moment. Dann schicke ich nochmal den Sucherbot los. Wir haben ja 3 Stück. Der eine kann hier schon mal ein bisschen rumsuchen. Und hast du jetzt auch den ausgewählt? Nee, einen anderen, aber der gefällt mir nicht. Der sieht scheiße aus. Okay. Ach, ich mach auch Partnerlook. Ich hatte jetzt den allerersten Anzug ausgewählt. Den allerersten. Na, gucken wir mal, wie wir aussehen. Das sieht aber wirklich sehr gleich aus. Du wirst dann wahrscheinlich einfach nur rote Lichter haben. Dreh dich mal zu mir. Hallo. Hallo. Ja, die sehen aber schon sehr gleich aus. Also eigentlich nur die Lichter, die ein bisschen unterschiedlich sind. Der Rest ist eigentlich gleich. Ich hab 3. Ich bin Splinter Cell. Ja, du Angeber. Ich hab wirklich nur 2. Schade. Mist. Na gut, dann nenne ich dich ab heute Sam. Juhu. Gut, wo wollen wir denn hin? Also hier könnten wir, glaube ich, durch. Da ist wieder so ein Dings. Und hier kann man aber noch was einsammeln. Der Kleine ist nur mein Sucherbot, also nicht kaputt schießen, bitte. Okay. Oh, hier liegt sogar noch ein bisschen Munition für mich. Hier kommen wir anscheinend... Ah, hier wäre auch so ein Dings. Was ist denn das eigentlich? Ja, das ist so eine, wie die Sicherheitskarte, die wir da wieder rein machen können. Hier ist ein Aufzug, haha. Ja. Also wir müssen eigentlich ganz nach hinten, sagt der. Also da, wo du gerade stehst, da müssen wir auch hin. Zu den unteren Ebenen. Dann läuft bei dir das Ding aber anders durch, weil ich kann jetzt erst lesen, zu den unteren Ebenen. Kann ich jetzt erst lesen. Ich probiere mal ganz kurz ganz hinten die Tür. Ich bin noch so neugierig. Nee, geht noch nicht. Ist verriegelt. Da brauchen wir erst noch die Karte. Dann wird wahrscheinlich das hier auch nicht funktionieren. Nehme ich mal stark an. Nope. Gut, dann müssen wir wirklich erst da hinten durch. Funktioniert der Aufzug? Nee, der ist auch noch verriegelt. Gut, dann haben wir wirklich nur noch eine Möglichkeit. Aufzüge, wie hab ich sie vermisst? Ja, jetzt... Natürlich, Partner wartet am Aufzug. Ich sehe doch, dass er im Aufzug wartet. Wie blöd bist du eigentlich? Mann, ey. Der sieht aber anders aus als die vorherigen Aufzüge. Naja, wir sind ja jetzt auch in einer anderen... In einem anderen Gebäude. Science Division. Hier. Sovereign Colonies Armed Forces. Wow. Oh, shit. Wieso kann ich nicht hochheben? Boah, ist ja doof. Menno. Ich höre schon wieder lustige Sachen. Aber ich glaube, das war der Aufzug. Das gefällt mir nicht. Ja, ohne das ist viel zu ruhig hier. Das ist hier... Ja. Okay, es ist wieder nur ein Ladegang. Dekontamination wird eingeleitet. Okay. Ich möchte das nicht. Mein schöner neuer Anzug. Ja.